Waffe weg, Mara! So. Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Ich bin immer noch etwas erkältet und ich habe, wie man vielleicht gemerkt hat in den letzten Folgen, versucht ein bisschen die Qualität vom Bild zu verbessern. Es hat genau das Gegenteil bewirkt, wie ich finde. Es war verwaschener. Ich hoffe, es war trotzdem okay. Jetzt habe ich es wieder zurückgestellt und ich hoffe, es ist jetzt so angenehmer. Gut. Ich bin offscreen hierher gelaufen. Es hat arschlang gedauert, den Scheiß zu finden, weil ich bin hier angekommen, habe da geguckt und mir dann außen rum, um diesen Scheiß, Fasser, was auch immer, zu finden. Und der Typ ist hier. Das ist am letzten Spot, wo ich hätte suchen können. Typisch. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Masir sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beliar Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Ich bin auf der Suche nach Yusuf. Sieh an. Du willst wohl Punkte bei Gonzales machen, hm? Alles, was ich brauche, ist eine Information. Hast du die oder nicht? Immer ruhig bleiben, Sohn der Ungeduld. Ja, ich weiß, was du brauchst. Und wenn du Yusuf findest, wirst du eine schöne Stange Gold bekommen. Da sind doch ein paar Münzen für Fasim drin, oder? Wehe dir, wenn deine Information nicht taugt. Keine Sorge. Yusuf hat es vorgezogen, nicht bei den Ruinen zu bleiben. Er hat nichts mehr zu verlieren. Also hat er den Weg durch die Wüste gewählt. Und da er wenig Wasser hat, wird er nicht weit gekommen sein. Ich wette, er sucht irgendwo einen schattigen Platz im Nordosten. Alles klar. Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Wer ist dieser Messier? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Bring ihn zu Kalesh. Ja, wer ist denn Kalesh? Mach schlicht, ey. Weißt du was, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch angucken, was die Ruinen zu bieten haben. Also, ich musste eben husten. Ja, und ich muss zugeben, hab den Harvey-Mode angemacht, um den Arsch zu suchen. Jetzt ist er wieder aus, wie man sieht. Was schlägst du hier herum, Mara? Ah, die Schnauze, ich mach dich kaputt. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ruhe. Es ist richtig schön, dass sie einfach sagen, bring ihn zu Kalesh, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wer verfickt nochmal Kalesh ist. Naja, wird das schon überleben, glaube ich. So. Du bist Kalesh. Ey, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass Kalesh ein fucking Ork ist. Hört sich an nach so einem Assassin. Verdammt, das werde ich niemals schaffen. Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem, massivem Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen 4 Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Okay. Er sucht doch... Man braucht, glaube ich, 5 Schlüssel, ne? Er hat einen, ich habe einen. Und er meinte halt, es fehlen noch 4, das heißt, wir brauchen noch 3. Meinst du, in diesem Tempel ist ein göttliches Artefakt zu finden? Da wette ich drauf. Wenn nicht in diesem Monument des alten Volkes, wo dann? Verstehe. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Orknarok. Einen Nordmar-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Aha. Du hast Probleme mit Wüstenläufern?
Die Biester sind überall in den Ruinenfeldern zu finden. Am schlimmsten sind die Furchtlosen von ihnen. Diese Biester haben keine Scheu vor meinen Kriegern und greifen ständig mein Lager an. Ich muss wieder zurück ins Lager gehen und dort nach dem Rechten sehen. Die furchtlosen Wüstenläufer sind tot. Die Biester sind tot? Gut, dann sieht die Sache hier schon nicht mehr ganz so hoffnungslos aus. Hier, nimm dies als Belohnung. Erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. 5 Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch 4 weitere. Und ich brauche jemanden, der sich unter den Moras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Du kannst dieser jemand sein. Worauf willst du hinaus? Die Moras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein, nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den einen. Du bist ein Morra, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Wegen Yusuf. Wer ist Yusuf? Ein Morra? Der Dieb, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die ganze Stadt ist voller Diebe. Du willst Kopfgeld kassieren? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht. Alles klar. Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Dann kann ich ja endlich mein eigenes Ding durchziehen. Ich danke dir. Hier, nimm dies. Es wird dir helfen. Leb wohl. Ja, danke. Cool. Sind das coole Tränke oder sind es einfach normale Tränke? Ist einfach normale Tränke. Alles klar, Ragnarok, mach's gut. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Ich hoffe nicht. Finde ich aber schön, dass einfach kein Schwein Ragnarok haben will. Das ist sehr traurig. Ist wirklich sehr traurig. Gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch hier weiter umgucken beim Tempel. Dip, dip, dip. So, das heißt, in Morasul gibt es noch 3 weitere Schlüssel. Das wird ein Abenteuer. Auf jeden Fall. Aber das kriegen wir hin. So, da waren der Krieger. Was willst du, Morra? Du musst weiter. Muss ich das? Ja. Also, ich dachte, das war's. Also diesen Tempel in Ruinen hoffe ich halt irgendwie irgendwas zu finden immer, aber ob man so richtig fündig wird, in jeder Ruine zumindest, ist halt immer so dahingestellt. Mal dahin ist ein Feuergolem. Guck mal, da war ein Feuergolem. Steht einfach ein Feuergolem einfach random irgendwo hier in der Ruine. Bin ich lustig. Hier noch irgendwas Interessantes, außer Mesia. Ah. Deinen Namen habe ich schon mal gehört. Was haben wir denn hier? Oh. Cool. Das ist seine Hütte wahrscheinlich. Ich habe oh. Naja. Ist bestimmt angenehm kühl da drin, ne? Besser als hier. Wohin des Weges, Fremder? Ich suche hier ein paar Artefakte. Na sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Gerne. Lass uns handeln. Schön, freut mich. Ich bin Spinner und Schwätzer, sagen sie zu mir. Aber sie sind blind für meinen Reichtum. Bis auf Zuben. Ja, der nicht. Der. Ja. Lass mal gucken, was er hat. Eine Weltkarte, das ist jetzt, ja. Des Kampfes, Abwehr, Lebens, Eisring. Ring des Lichts. Abenteuer, Reflexe, Abwehr. Ja, es ist okay, was du hast, aber ich brauche nichts davon. Du kennst Zuben? Ja, von früher. Er hat ein paar wirklich gute Visionen. Aber das ist auch schon wieder 70 Jahre her. Aha. Okay.
Ich suche Ramirez. Hast du ihn gesehen? Ramirez? Ramirez? Ja, ja. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu ihm bringen. Ich sage dir was. Ich bin ein alter Mann. Meine Lebensjahre ziehen vorbei, wie der Wind über die Dünen streicht. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Murats Oase genießen. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Murats Oase. Erzähl mir von deinem Reichtum. Ich sehe viele Dinge. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch eingetreten, mein Sohn. Ein Mann wird kommen aus dem Norden und wird die Wüste mit einem schrecklichen Fluch belegen. Er wird den Tempel von Murasul öffnen und die Toten werden über den Sand der Wüste wandern. Sie werden sich an den Lebenden rächen, dass sie in ihrer ewigen Ruhe gestört wurden. Aha. Wer wird den Tempel öffnen? Ein Mann aus dem Norden. Viele Kämpfer hat er bestritten. Viele bedeutende Dinge hat er getan. Er wird der Entscheider sein zwischen Gut und Böse. Zuerst glaubte ich, der Kämpfer Kirk aus Murasul wäre dieser Mann. Doch nun bin ich mir nicht mehr sicher. Verstehe. Na gut. Bring mich zu Ramirez. Dann folge mir. Ich speichere vorher einmal. Sicher ist sicher. Ja, aber Gott sei Dank, lauf auf die Wand zu. Ja. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit. Finde ich aber schön, dass er sein Haus, oder wenn man das so nennen mag, einfach im Stich lässt, um nochmal reinzugehen und Sachen mitzunehmen, die vielleicht wichtig sein könnten. Aber hey. Ah, Begleitquests sind ja so angenehm, sind ja so schön. So, so toll. Ich mach mal einen Cut. Wir sind da. Vielleicht doch. Er ist dort unten. Ja, cool. Und jetzt? Zeig. Ja, zeig. Ach so. Weil ich wollte was mit ihm. Oh. Der verschwundene Assassine. Ja, ich glaube, der ist nicht mehr ganz so lebendig. Erzholing, alles klar. Ich glaube, er wurde ein bisschen. Ich habe das Gefühl, der da oben ist der Schuld dafür. Und? Hast du ihn gefunden? Zumindest das, was übrig war. Dann lass uns jetzt zu Murats Oase gehen, bevor wir auch noch so enden wie er. Ach so, okay. Gehen wir. Ich kenne den Weg, aber. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er ihn umgebracht hat und er jetzt versucht, uns abzubringen. Gut, dann mache ich aber jetzt einen Cut. So. Ja, das sind wir. Ah, wir sind da. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir uns eine Weile ausruhen. Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Aha, 300 Gold. Das ist, cool. Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Ah, es ist irgendwie traurig. Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Murasul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Ein Golddigger, alles klar. Jo, dies, das. Mit Murat quatsche ich auch gleich. Ja. Ist schön, dass es hier einfach nichts Interessantes gibt. Außer die Warane da hinten vielleicht. Hallo? Okay. Gut. Ach, Ork. Ork. Na, Ork. Habe ich die Quest eigentlich noch mit Ork noch? Ach, Aschno. Ja. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Okay.
Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Aha. Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Es ist zwar schön, dass ich die kaufen kann, aber... Und dann? Ich habe kein Haus. Ich kann... Ja. Es tut mir leid, Mädels. Ich lasse euch noch mal ein Weilchen hier. Gut, und wenn wir schon mal hier sind... Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Schaue ich mich hier noch mal ein bisschen um. Und auf dem Weg hierher habe ich ein paar interessante Sachen gesehen. Beziehungsweise Stellen. Die werden wir uns dann auch gleich noch mal angucken. Aber ich war der Meinung, ich habe da hinten eine Höhle gesehen. Jo. Und was ist das? Das ist Schwefel, glaube ich. Wenn wir jetzt hier noch Yusuf finden sollten. Es kann sein, dass wir Yusuf mal gefunden haben, irgendwo. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Flasche, Flasche, Flasche. So. Ja, Schwefel brauche ich jetzt nicht so. Lassen wir das aber mal hier. Okay. So, hier ist irgendwas Interessantes. So, da hinten, wo ich gerade drauf zulaufe, das sah für mich aus wie eine Höhle von etwas weiter weg. Kann halt gut sein, dass da Nomaden drin sind. Ah, ist tatsächlich eine Höhle. Das ist schön. Und es liegen keine Skelette davor. Das heißt, sie könnten vielleicht sogar wirklich Menschen drin sein. Schauen wir einfach mal. Ha! Kayo. Ach so, das sind die, die Nomaden von, dem einen. In Morasul, der kämpfen muss, der seinen Namen vergessen. Gut, quatschen wir erstmal mit. Willkommen! Herr Darion hat uns schon viel über dich berichtet. Wir sind bereit für dich zu kämpfen, Entscheider. Aber noch ist es nicht an der Zeit. Wenn du das Artefakt aus dem Tempel in deinen Händen hältst, werden wir Morasul angreifen. Alles klar. Wie kannst du mich noch unterstützen? Ich kann mein Wissen mit dir teilen. Ja, okay, cool. Geile Unterstützung. Dann, einfach gar nichts. Finde ich schön, dass die Gewürze hier haben, aber... Gut, dass du gekommen bist. Ja. Merdarion, was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Ja. Erzähl mir von deinen Studien. Du solltest dir altes Wissen aneignen. Die alte Magie ist eine mächtige Waffe. Ich kann dir nur das geben, was ich gefunden habe. Aber in den Ruinen lebt der alte Mesir. Er handelt mit alten Artefakten. Ich habe den Nomaden von dir erzählt. Als sie von deinen Heldentaten hörten, konnte ich sie kaum bändigen. Wenn du vorhast, Morasul anzugreifen, kannst du auf die Hilfe der Nomaden zählen. Sie wollen alle an deiner Seite kämpfen. Sehr nett. Ja. Cool. Finde ich zwar gut, dass ich die gefunden habe, aber jetzt fürs Erste... Stör mich nicht. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja. So viel dazu. Gut, in der Wüste mit einer Fackel rumzulaufen ist sehr klug. Ist ja nicht warm genug, ne? Gut. Naja. Muss ich mir merken, dass die hier sind. Blub, blub. Das ist einfach nur mal der Soundcrawler. Das ist okay. Ich speichere mal.
So, okay, das haben wir, dann... Ja, sind wir jetzt auf dem Rückweg ungefähr da, was ich Interessantes gesehen habe. Da auch noch, ja, schauen wir einfach mal. So, Glück. Was ist das da hinten eigentlich? Ach, da ist schon ich da. Okay. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nach Ishtar überhaupt reinkommen. Oder ob wir diese 75 Rufe den Assassinen brauchen, um zu Zugen zu kommen. Also eins von beiden. Was ist das da hinten? Das sieht ganz merkwürdig aus. Sieht aus wie ein Teleporter aus Elex zum Beispiel. Ja, machen wir so. Zack. Haben wir wieder Ausdauer. So, ich schaue mich hier erstmal um. Also hier sind einfach ganz viele Sandcrawler. Das ist, ja. Ja, okay, cool. Ein Feuergolem, zwei sogar. Das ist ja mal lustig. Zumindest mal ein bisschen was anderes. Aua. Aua. Ja. So, danke dafür. Und verwitterte Steintafel. Ich glaube, das ist der Überrest des Golems, aber... Ja, Feuergolem. Kann ich hier sonst nichts? Nichts machen? Das ist ja irgendwie bitter. Zwei sogar. Blüpp. So kriegen wir halt ein bisschen altes Essen. Ich habe zwischen den Folgen auch einfach mal Essen gemacht. An so einem Kochtopf. Aber einfach mal alle... Rezepte durchgeprügelt, die so gingen. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen... Ob das jetzt super klug war oder Ressourcen maximierend, habe ich jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet. Ich habe einfach gemacht. Und da hinten ist noch eine Höhle und hier ist Blut. Das ist schon mal schön. Was haben wir hier? Gar nichts. Toll. Ich bin... Eine Steintafel, naja. Ist fast gleichzusetzen mit gar nichts. Das ist ein Korb. Weißt du, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich den Korb mit. Schmuck. Cool. Kann ich hier Jasmin geben oder so? Da ist nix. Gehe ich zur Höhle? Also, als wenn ich schon mal hier bin, mache ich das auch. Ah. Ah, cool. Aha. Naja, Wüstenläufer. Dann. Ich hab den beim Aufstehen gerade nicht getroffen. Das war irgendwie merkwürdig. Naja, gut. Immerhin eine schwere Truhe. Das freut mich. Ein Runenschwertrezept. Das ist jetzt nicht wirklich geil, aber. Könnte auch schlimmer sein. Ich mach mal den hier. Ja. Cool. Pilze. Genau deswegen komme ich in eine Höhle am Arsch der Welt, um Pilze zu sammeln. Naja, gut.
Dann machen wir das halt immer mal so. Das ist ja einmal dann nicht. Ja. Ich mach's, glaube ich, mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ein paar hiervon habe ich auch noch. So, rum rum. Rum rum rum. Kann man sich direkt hier mal umschauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Oder eher nicht so. Ist halt natürlich auch nur grob geguckt. Ja. Ha. Das ist natürlich jetzt alles Erfahrung, die ich mir durch die Finger gleiten lasse, aber was soll's. Ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt unbedingt brauche, um zu überleben. Oh. Interessant. Interessant, interessant. Aha. Ja, da ist jetzt nichts. Wir sind jetzt noch ein paar Assassinen. Hassan. Treuer Diener Belias. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt. Hassan. Was? Justus Kafu will sein Gold zurück. Kafus Wachen. Karsch und Tempelschlüssel. Schwiegender Handel. Öffne. Dinge Aschno. Ich weiß gar nicht, Hassan. Hassan. Waren die irgendwie. Waren das jetzt irgendwie böse Sklaven oder so? Oder böse? Lass mich in Ruhe. Eine kurze Pause würde mir gut tun. Ich bin der Meinung, ich habe Hassan irgendwo mal gehört. So gut. Yusuf, Kafu, Kalisch und der Schlüssel. Der Zauberei. Ich weiß es nicht. Ich speichere einfach mal. Nimm die Waffe. Wollt ihr wohl damit aufhören? Mache einfach mal den hier, um zu gucken, ob mir das was bringt. Ja, cool. Vergiftet. Ja. So. Ah ja. Questerfolg, Hassan. Scheinbar. Hassans Brief. Scheinbar war das halt wirklich. In Benzala ist eine Lieferung mit 10 Erzrohlingen angekommen. Finde sie und nimm sie an dich, N. Oh, mein Schädel. Niemand. Bei Beliar, mein Schädel. Also scheinbar war das richtig. Ja, cool. Hassan, das ist, aber er arbeitet für irgendjemand mit dem Namen N. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich leg mich hier mal pennen. Ja, vielleicht auch nicht. Ich hätte gedacht, die haben hier im Bett flach pfeifen, ey. So, gut. Dann haben wir das. Benzala war das, ne? Ja, wird schon irgendwie. Speicher mal. Sag vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.